So, hallo an alle zur nächsten Folge von diesem MMO und ich bin hier so halb am Labern noch mit den anderen Leuten, die mich jetzt gefunden haben, getauscht haben, verkauft haben, gekauft haben. Ne, nicht gekauft, nur verkauft. Die auch Videos angesprochen haben, weil ich jetzt seit neuestem YouTube davor habe. Die hätten mir ja mal eine E-Mail schreiben können, dass das so ist. Ich muss jetzt nur irgendwie rauskriegen, wie ich auf den speziellen... Ah, ihr kennt die Fan. Ja. So, Legendary Item, please. 7 Emeralds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, schön. Ja. Ja. Es müsste eigentlich so sein, dass ich 7 reingelegt habe. Und jetzt habe ich es auch identifiziert. So, was ist drauf? Spell Damage plus 2. Okay. Ja, die Sache ist halt diese. Macht extrem viel Schaden für ein extrem niedriges Level. Eine Level 7 und teilt 12 bis 19 aus. Das ist krass. So, dann kurz. Ich kann hier nochmal identifizieren. Ich probiere es mal. So. 14 will er haben. 14 Emeralds. Ja, es dauert ein bisschen, bis er da fertig ist. Oder bis ich das Spiel gecheckt habe, dass ich das Zeug reingelegt habe. Ja. Identifiziere. Kommt da noch was? Das müssen eigentlich alle sein. Na komm schon. Irgendwie klopft sich noch jemand im Hintergrund. Ja, jetzt da. Was ist jetzt noch gekommen? Lootbonus 3,0. Das Dreifache an Loot. Das wäre interessant. 28 Emeralds werden. Ich kann auch noch mal identifizieren. Bin ich dabei. Ich hau das Item mal hoch, weil das ist nicht schlecht. Ich habe aber schon fast die ganzen Stack jetzt hier rausgehauen von den Items. Das heißt, um es zu verkaufen, wird es auch XP-Bonus 4,0. Flamier, ah, das ist okay, 13. Das ist auch nicht so ganz... 4,0, ich kann das nochmal. 56 Emeralds. Ich mach das einfach mal. Also Legendary Items würde ich ganz hochhauen. Ich gebe mal aus, was. Ich habe ja auch ein bisschen was gesammelt. 56, ja. Das Spiel muss nur noch checken, dass ich es reingelegt habe. Kann schon. 56, aber das sieht krass aus. Für Level 7. So ein Teil für Level 7. Aber das Loot-Bonus, ich glaube, ich werde das erstmal benutzen. Den Loot-Bonus. Oder ein XP-Bonus. Level ist schneller. Mit dem Ding Level ist schneller. Macht den gleichen Schaden und mit dem Level ist schneller. Nur hier machst du den gleichen Schaden und hast halt mehr Loot dabei raus. Spell Damage. Ja, der Fern ist schon ein bisschen stärker. Teilweise muss ich ja sagen. Na komm schon. Hier ist nochmal. Huh, was war das jetzt? Ist mir ein Item geklont. Nein, ich denke mal nicht. Ah, identifiziert. Und da ist noch ein Lifesteal mit draufgekommen. Okay. Okay, das war's. Das ist das Limit. Verhauen habe ich jetzt hier fast 2 Stacks von den Emeralds. Das heißt, ich werde es auch höchstens nur für teuer verkaufen, ne? So, ich muss mal auswählen, was ich nehme. Das hier nehme ich nicht mehr. Das behalte ich mal. Tue es ein bisschen zurück. Übrigens, das kann ich ja weg tun. Noch Fire Spec drauf, aber ist richtig krass. Ding jetzt einfach mal austesten. Das kann ich eh noch nicht nehmen. Es ist ab Level 16. Macht genauso viel Schaden wie das Level 7. Deshalb ist Legendary doch ein bisschen hart. Meine Stimme hängt schon wieder. So, das rausgehauen. Und das Ding teste ich jetzt mal. Ich werde es mal nicht verzaubern hier mit Teil. Ja. Ich level mal ein bisschen auf 16. Am besten nochmal da vorne an der einen Stelle, wo ich schon die ganze Zeit war. Das ist ganz gut. Ist oben stehen. Einfach draufhauen. Und ich habe immer noch so eine shitty Rüstung. Das gibt's nicht. Immer noch dieselbe Shit, die Rüstung. Nee, ich warte ab, bis ich was Vernünftiges habe, bevor ich das identifiere, weil es ist teuer. Von daher kann ich auch, ja, ein bisschen warten. Ich teste mal aus, wie das Ding jetzt reinhaut. Ich würde es gerne mal austesten. Für diese Folge ist auch schon Ende Aufnahmesession. Ich habe jetzt wieder 4 Parts gemacht. Mal gucken, ob ich die auf die Woche aufteilen kann. Wochenende eventuell Aufnahmesession, falls es klappt und Simon Zeit hat und Nido auch. Also Alex, mal gucken. Ich hoffe mal, dass es noch was wird. Dum. So, einmal austesten, eine Spezialstelle hier vorne. Aber das Loot war hier. Ja, 3,0. Oder XP. Loot XP. XP, den kann ich eben gleich nehmen. Ich fange an mit dem Loot-Teil. Und das macht jetzt ein bisschen mehr Schaden. Hoffe ich doch mal. Ich bin gespannt, wie schnell man jetzt leveln kann.
Das Level 16 werde ich noch so machen müssen. Weil ich doch in der Folge noch Level 16 machen. So. Aber, oh ja. Ja, fast zwei Schläge und die Dinger sind weg. Und ich glaube, in der Combo ist es One-Hit eigentlich. Boah, ja, genau, kommt von hinten. Das habe ich ja am liebsten. Nur wenn du nicht siehst, wo du geschlagen wirst, kann ich sehr viel mit anfangen. Schon weg, da weg, da weg. Aber es geht eigentlich, es geht ganz gut. Ah. Jetzt kommt es halt nur darauf an, wie schnell die spawnen können. Genau. Uff. Schön. Bei diesem 13% EP-Bonus ist halt so. Im Prinzip brauchst du für ein Level nicht die kompletten 100% vermachen, sondern 90%, weil die restlichen 13 kriegst du als Bonus mit drauf. Ist aber ganz gut. Und genau, Loot ist erhöht worden. Das heißt, sie müssten jetzt eigentlich viel mehr Emeralds droppen. In höheren Wahrscheinlichkeit. Oh ja. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich eine bessere Waffe wieder habe, weil ich glaube, die hält erstmal. Die halten erstmal, aber sowas von. Emeralds. Ja, Mobs, ihr müsst jetzt nur noch spawnen. Und dann läuft das. Falls es spawnen, da. In rauen Massen müsst ihr kommen und ja. Eigentlich müsste ich jetzt so zu Level 30 oder so gehen, mich hinstellen. Ohne dass ich getroffen werde, einfach alles abfarmen. Das wäre episch. Ist ein bisschen feige zwar, aber. Was will ich denn machen? Die zerlegen mich sonst. Ich habe kaum Rüstung. Ist immer ganz gut, wenn du oben stehst. So, komm schon, nächster. Aber das Ding macht echt Schaden. Zwei Schläge und so ein Fies weg. Na gut, fast zwei Schläge. Wenn ich noch Fire-Aspekt drauf hätte, wären es zwei Schläge. Fire-Aspekt müssen wir hinzufügen. Das stimmt. Kann sein, dass nachts mehr spawnen. Da sind Schuhe gedroppt. Plopp. Wie gesagt, alles Unnötige schmeiße ich einfach weg und so. Und das Zombiefleisch kann ich auch wieder tauschen gegen Emeralds. Von daher. Ja, Def 22. Naja, nicht so das Wahre. Ein Hit und der ist hier schon fast weg, ne? Warte kurz, was war das? War da was Pinkes? Ich dachte gerade, da wäre so ein Dye gedroppt, so ein rotes. Nein, das nicht. Das ist klasse, immer wenn du runterläufst, um die Sachen einzusammeln, auf einmal spawnen hier tausende von den Viechern. Nur wenn du runterläufst. Ich glaube, nachts die Spawnrate höher, ne? Das kann sein, nachts huntet es sich besser. Dam. Der Level 3er müsste eigentlich One-Hit sein. Klar ist der One-Hit. Normale Mobs haben eigentlich so 10... Eigentlich 20 Leben, weil sie 10 Herzen haben. Und das macht ja schon hier eigentlich 19... 12 bis 19 Schaden. Vielleicht müssten eigentlich normale Mobs fast One-Hit sein. So wie ein Schwert mit Sharpness 5 oder sowas. Na, kann gut leveln. Das ist schön. Ich weiß echt nicht, wann der nächste Spell kommt mit Level 16, oder ist das das Upgrade auf Level 16? Ich müsste mal auch mal googeln. Nein. Website benutzen. Steht's auch drin. Man merkt total den Unterschied. Man merkt ihn einfach. Stell ich mir gerade so vor, die Pigments am Anfang, die so ziemlich hart sind, die müssen jetzt eigentlich ein Kinderspiel sein. Oh ja, böse Schaden. Siehst du, Hälfte vom Level haben wir fertig. Noch kurz warten ein bisschen, haben schon Level 16, können wir die andere ausprobieren. Aber nee, kannst du echt nur bei Nacht dich hinstellen, bei Nacht ist die Spawnrate höher, so wie es aussieht. Ich kann die Geheimkiste zeigen, in der Hoffnung, dass da jetzt Zeug drin ist. Genau, ich zeig mal die Geheimkiste, wo ich so viel Emeralds gefarmt hatte. Ich muss einfach von Server zu Server locken, einfach das ganze Zeug einkassieren. Weil, das war glaube ich Level 17 oder so, waren normalerweise die Mobs in der Gegend. Und du gehst einfach hin und holst einfach das Zeug dann raus. Und du kannst dich da hinstellen, ohne dass du in direkter Gefahr bist. Nö, brauche ich nicht.
Die Schaufel könnten wir eventuell vielleicht gebrauchen. Und da ist... Nein, brauche ich nicht. Brauche ich leider auch nicht. Es ist so, wenn du mit Level 15 jetzt Level 40 erkillst, falls es überhaupt gibt, ist es dann auch so, dass du verhältnismäßig so viel XP bekommst, dass ruckzuck ein Level up ist. Ich weiß nicht, wie das gebrechen wird. Ob das, wenn du zu starke Mobs killt, auch der Bonus irgendwie derselbe ist. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt mal in die Richtung. Warte mal kurz. Dann müssen wir hier lang. Zu der Spezialbrücke. Und die war... Wo war die denn? Ich suche die gerade mal. Boah, ich laufe hier gerade ein bisschen entlang. Vor Ensign Nemrax bin ich jetzt links abgebogen. Und die Brücke, wo ist denn die hin? Da ist hin. Okay, ich hab's im Kopf. So ein bisschen in die Richtung müssen wir. Und ich weiß, hier sind irgendwie High-Level-Skelette. Was heißt High-Level? Irgendwas sind die 20 oder sowas. Skelette, die mir ziemlich auf den Sack gehen. Woher war das doch? Da ist die Brücke. Ha. Genau, und da spawnt eine äußerst geniale Kiste. Eine äußerst genialen Stelle. Und zwar da oben drauf, auf dem einen Turm. Da musst du erst mal hinkommen. Warte. Jetzt die Sache, wie kommen wir hoch? Hier spawnen zum Glück keine Mobs, gell? Hier ist alles Freibahn und Marzipan und so. Ich glaube, hier in der Umgebung muss was kommen, aber hier direkt spawnt irgendwie nichts. Muss hier hochschleichen. So, dann an der Seite, an dieser Liane hochklettern. Also wenn du hier direkt an der Blockdiagonale bist, weil eigentlich an der schwebenden Liane kannst du ja gar nicht hochklettern. Warte, so. Habe ich mal ausprobiert, weil ich habe da irgendwie keine Kiste gesehen. So, dann jetzt hier hoch und hier an der Kante auch wieder hochklettern. Da ist die Kiste und jetzt muss ich einmal mit dem Charge-Spell, zack, dich so hochkaderbinst, bleibst genau stehen. Und hier gab es immer jede Menge Emeralds eigentlich drin. Ja, einfach dann jetzt umloggen von Server zu Server sozusagen. So bis zu 3 Minuten warten. Ich meine, kannst du mal einen Film oder irgendwas gucken. Und dann hast du Kohle gemacht, eigentlich. Es gab viel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt oben campen soll. Das sind 3 Minuten, bringt eh nichts. Ich würde sagen, ich gucke, ob ich hier ein paar Mobs oder so kriege. Und ich mache folgendes, ich glaube... Da ich viel Platz im Inventar habe, ich mache das jetzt nochmal so ein bisschen, wenn ich eh nichts zu tun habe. Ich stelle mich hin, fahre so ein bisschen die Server ab, bis zur nächsten Aufnahme und dann gucken wir, was da zusammengekommen ist. Ich meine, das muss ich ja nicht aufnehmen. Aber ich gucke trotzdem mal hier oben, was hier so für Mobs spawnen. Vielleicht gibt es noch was Leckeres zum Handeln, das kann ja auch sein. Zombie-Fleisch, ist immer gut. Zombie-Spawn, die kann man einfach ganz gut killen, aber Skelette sind... Bäh. Ich kann hochgehen, das ist mit Absicht gemacht, dass man hochgehen kann. Das sehe ich schon. Spawnt aber auch nichts. Keine Mobs. Nein, keine Viecher. Hier ist ein Rumlauf. Auch nicht, hier will nichts spawnen, schade. Nichts zum Jagen, wa? Vielleicht hier irgendwo was? Ich guck grad mal, ich orientiere mich gerade, wo bin ich genau nochmal? Dachte genau da. Ist irgendwie so ein komischer Berg mit einer Eisspitze oben drauf. Ah, Skelette. Ja gut, sind wir Level 7, aber trotzdem Skelette. Ah, weg da. Mag ich gar nicht. Wegen ihrem Fernkampf-Skills und so. Wie geht's? Das könnt ihr machen, wenn ihr Archer seid oder sowas. Dann müsst ihr eh stehen bleiben, Bogen schießen, aber... Wie geht's, Skelette? Sind wir ein bisschen knochig. Hey, hast du was gegen Skelette? Ja, ich hab was gegen Skelette. Gegen Skelette hab ich was. Finde ich nicht sehr schön, Skelette. Ah ja, genau, Zombies Level 17 waren das. Die, die es in sich hatten. Ja, ach ja, und Skelette Level. Genau, das habe ich gemeint, ein Teil Level Zombies. Na, okay. Na, G17 geht so. Geht so nicht. Und auch Skelette. Da. Nee. Ich verziehe mich mal da oben drauf, verbiss mich und mache ein paar Umlog-Geschichten. Und dann, ja, war es doch nicht mit Level 16 dieser Folge. Sehen wir uns im nächsten Part. Mal gucken, was dann zusammengekommen ist. Falls sich schon das Together dann startet, dann werde ich natürlich hier das unterbrechen. Also ich werde keine 2 Let's Plays machen. Wenn das Together startet, werde ich dann natürlich hier Pause machen mit dem Dings. Und wenn vielleicht in dem Together die Levelanzahl aufgeholt ist, zu 15 oder so, dann... Das war scheiße gerade. Kann ich ja... auch auf den Char zum Beispiel wechseln, falls der Magier dann nicht so toll ist, wie gerade der Ritter zum Beispiel, weil der teilt nämlich gerade böse aus und hat geniale Waffen eigentlich, finde ich. Na, schauen wir mal. Es ist noch so ein bisschen unsicher, ob das klappt. Ich denke es mal. Solange es noch nicht ist, dann
mache ich es einfach so, dass ich hier weitermache. So, dann sehen wir uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.